Kommt näher. Welch interessanter Sterblicher. So viele Namen, so viele Gesichter, so schwer zu verstehen. Ihr, ich erinnere mich an euch. Zumindest glaube ich das. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Wisst ihr, schließlich sind Einbildungen nämlich genau das. Erinnerungen an Dinge, die nie geschehen sind. Ich bin Gorthauer der Gestalter. Der Feuerkönig Hathul. Haromir von Kupfer und Tee. Der Blumenkönig Nilichi. Umaril der Ungefiederte. Oder einfach nur Saromir. Es wird schwer, es genau zu wissen. Ich hätte es euch sagen können, aber ich habe es vergessen. Oder vielleicht habe ich es auch nie gewusst. Hört nur, der Mann aus dem Wald ruft nach euch. Im Teich. Am besten schaut ihr nicht direkt hin. Er schaut zurück, wisst ihr? Hermaeus Mora, das unlösbare Rätsel, die nicht zu öffnende Tür, das unlösbare Buch, die nicht zu beantwortende Frage. Ich frage mich, ob ihr versteht, warum ihr hier seid. Ihr werdet die Daedra bannen, doch ihr ahnt noch nicht, welche wilde Wucherung des Schicksals euch in meinen Hain geführt hat, in dieses zerstörte Abbild meiner Bibliothek. Alles zu seiner Zeit. Doch nun zu den Daedra. Ihre Magika liefert die Energie für die Schutzzauber, die meine Bibliothek sichern. Es ist jedoch keine Kleinigkeit, sie erneut zu bannen. Dazu braucht es ein Fundament aus Seelen meiner Diener in Tamriel. Und jede muss von einem anderen Blut sein. Die Eindringlinge, die die Schutzzauber oben gebrochen haben,
brachen unwissentlich auch die Bindungen hier unten. Vier der Seelen haben sich befreit. In ihrer Verwirrung wandeln sie nun durch diese Hallen und versuchen, ihnen zu entfliehen. Bändigt sie, um das Siegel instand zu setzen. Ich werde eure treuen Dienste belohnen. Heile indische Kristalle übertragen Erinnerungen direkt in den Geist ihrer Leser. Ihre übermäßige Nutzung übersteigt das Fassungsvermögen der meisten Sterblichen. Jeder, der danach strebt, sein Geschick und seinen Geltungsbereich zu mehren, ist mein Diener, ob nun aus freien Stücken oder nicht. Ah!
die mit ihrem Meister wieder vereint wurden. Nur einer bleibt. Eine schwierige Frage. Die Bosma-Seele ist aus Ilmyris entkommen. Wir brauchen einen Ersatz. Saromir, mein Behüter, erfüllt alle Bedingungen. Tötet ihn und bringt mir seine Seele. Einer wird sterben, ob ihr euch mir nun verweigert oder nicht. Erlöst den verrückten Priester von seinen Qualen. Oder ich werde einen anderen wählen. Ihr könnt euch sicher sein, dass euch diese Wahl missfallen wird. Euer Aufbegehren wurde vermerkt und seine Konsequenzen nehmen bereits Gestalt an. Orthenir wird an Saromirs Stelle in den Tod gelockt. Bindet seinen Geist. Es sei denn, ihr seid gewillt, die Daedra ganz Grünschatten überrennen zu lassen. Sure.
Tiers Seele versiegelt die Bindung. Aber ohne einen Hüter fliehen die Daedra. Es ist nur vorübergehend. Der Berg wurde abgetragen und die Gezeiten heben und senken sich mit derselben Unvermeidbarkeit. Meine Erinnerung ist ebenso treu wie mein Wort. In dem Kristall hinter euch werdet ihr Wissen finden, von dem ihr nicht einmal ahntet, dass ihr danach gesucht habt. Andere haben schon für dieses Wissen getötet. Noch eine Erinnerung. Mein Geist ist voll. Seid ihr sicher, wir verschwenden nicht unsere Zeit? Wie viele hat dieser verdammte Runenstein nun schon auf dem Gewissen? Geduld. Seid versichert, dass Ilmyris das Wissen verwahrt, das Nemons Schatten brauchen wird. Nein, die Wurzeln. Sie umfassen den ganzen Wald. Und in der Mitte dieses Pulsieren. Oh! Das Herz. Es schlägt. Endlich. Lasst es mich sehen. Halt! Was tut ihr da? Der Kristall wird euch den Verstand rauben. Wundervoll. Diese Wahrheit, diese klare Sichtweise. Alles führt nach Hektar hin. Nacheinander haben Nemon und Belidil meine Diener den Kristallen ausgesetzt. Bis ihr sterblicher Verstand unter der Belastung stöhnte und brach. Was sonst? Macht. Sie nannten es das Herz von Valenwald. Doch wie man es auch nennen mag, bedeutet es stets das Gleiche. Ihr habt euch noch nicht jenes Wissen verdient, das Nemon und Pelidil gewaltsam an sich gerissen haben. Sie sind nach Hektarhem gegangen. Wohin ihr geht, ist eure Entscheidung. Aber ich werde euch beobachten.